Leute, heute bin ich, und das Video wird jetzt auf Bayerisch gehalten und nicht mehr auf Hochdeutsch, beim genialsten Elektriker von ganz Deutschland da. Und der ist, ich sag nicht, wo er ist, er will auch nicht genannt werden, das Herz nur an seiner Stimme, aber der ist genial. Und zwar wirklich brutal genial, was der gezaubert hat im Bereich Solar- und Batterietechnik, und der kann sich fast selber versorgen. Und jetzt zeige ich euch mal die erste Anlage. Mir wieder. Also das sind seine Batterien. Was sind das für Batterien? Das sind Staplerbatterien. Ganz normale Staplerbatterien? Ja, stehen unten in einem Gehäuse drin, und im Boden ungefähr noch. Halb mit denen lassen. Okay, da schick kühl quasi immer bleiben. Nein, was muss uns umfallen. Wasser hoch auch nicht. Ja gut, und die hast quasi, also was erzähle, hat er die zwei Volt quasi? 900 Ampere. 900 Ampere, die zusammengeschlossen zu 24 Volt im Ganzen. Richtig. Genau, die gehen dann quasi da rauf. Genau, ja, total alleine, splitten sie auseinander. Dann einzeln wieder angesichert, hat das gesagt. Okay. Und versorgt dann teilweise einmal den Inselwechsellichter. Und einmal, hat das gesagt, Laden montiert hat eigentlich nur zu PV-Module unterstützen und noch beim Laden helfen von den Batterien. Okay. Ja. Und der speist dann quasi schon direkt jetzt in dein Netz ein? Der speist jetzt schon mit einem, der speist nicht in mein Netz hinein, sondern der versorgt einen Teil von meinem Haus, muss man sagen. Das ist keine Anlage, wo man sagt, dass ich praktisch sagt, ins EVU-Netz einspeise, sondern ich splitt einfach meinen Verbraucher. Mein Verbraucher geht praktisch sagt, nicht mehr zum EVU hin, zum Ding, sondern zu dem Kastel her. Und dieses Kastel versorgt halt meinen Verbraucher. Und wenn dann die Energie von den Akkus leer ist, dann schaltet der um und schaltet dann das aufs Hausnetz. Achso, also quasi, Robert, du gehst da direkt rein mit Strom. Genau, ich komme praktisch sagt, von EVU her. Also praktisch von der Sicherung, vom Haussicherung gehe ich her. Und praktisch sagt, gehe ich wieder ins Haus zurück. Ja, und erst bin ich, wenn du quasi da mit leer bin, da wenn es leer bist, dann schaltet er wieder das Netz auf und dann schaltet er ganz normal als Verbraucher, weil wenn ich nichts, weil wenn ich ganz, wenn ich keine Insel anlage. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja gut, aber das ist ja, weil ich schon gesagt, nur deine kleine Anlage. Die große Anlage hast du ja eins weiter. Also der versorgt eigentlich einen Stock, kann man sagen. Einen Stock? Drei, vier Zimmer. Ich frage jetzt nicht, weißt du wohnst. Aber total. Und mit der Anlage. Die sind ja jetzt Blei-Akkus. Nur Blei, vom Stapler. Ja, nur mit Blei. Allerdings, man kann es halt schon zu 50% nutzen. Ne? Also da ist natürlich gegenüber Lithium ist das schon. Gegen Lithium kannst du es nicht, aber dafür kann ich für Blei, die kann ich entsorgen und kriegst sogar noch Geld dafür. Bei Lithium zahlen weiß kein Mensch, was mit dir nochmal später passiert. Was dann Geld zahlen? Da kannst du sagen, dass du noch Geld zahlen hast, ja, bei mir zahlen. Und die ganzen Schleicher da? Was die ja Zentralbefüllung hat, ne? Da kann ich mir dann, weil die musst du ja nachfüllen. Die haben ja einen Seilstand und der Seilstand muss mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden. Und dass ich die Zellen nicht einzeln füllen muss, weil beim Stapler, das gleiche Prinzip, beim Stapler nimmst du einen großen Kanister und da hast du über die Schleicherl da einfach die Batterienzentralen zentral befüllen. Da haben so Membranventile drin. Ja. Und die Ventile, die wenn du dann voll antupst, weil ein Wasserhahn macht es zu und dann nimmt die Zellen nichts mehr auf. Ja, Wahnsinn, kein Wasser. Das ist aber jetzt die nobelste Anlage, wie gesagt. Das ist auch die neueste, die Zöllner, wie gesagt, das haben halt gebraucht, die Zöllner, weil... Was kostet sowas? Also die, meine ich, haben die 900 Euro gekostet. Was? Das waren aber, wie gesagt, gebraucht. Nein, schaut sich das Maximum mal Faktor 2. Wenn ich es teilweise 2,5 fahre. Ne? Ja, aber im Ganzen sage ich, wir haben die... Also die werden jetzt auch von der Kapazität her, werden es vielleicht noch... Sagen wir, die werden jetzt ungefähr 2 Joule sein, also die werden das 80% von der Kapazität haben. Ja, weil lang hält sowas, also wenn man neu hätte? Also die Staplerbatterien, wenn man es gut pflegt und weil es eigentlich da gut pflegt werden, weil sie nicht tief entladen werden und eigentlich ständig gelohnt werden und ich denke, dass es 10 Jahre ist, die ungefähr nutzen können. Die Ernten, die haben natürlich 20 Jahre. Die werden wir jetzt noch sehen. Warum halten die länger? Weil die stationäre Batterien haben. Die haben einfach ganz anders von der Fertigung her. Kosten natürlich auch vielfältig. Also, okay. Aber das ist alles. Ja, und von der Gesamtkapazität sind ja 24 Volt mal 900 Ampere. Genau. Jetzt kannst du sehr einmal ausrechnen, wie viel das ist. Gerne in die Kommentare unten reinschreiben, was da rauskommt für eine Zahl.
Die ist auf jeden Fall nicht klein. Nicht klein allerdings, weil gesagt, man nutzt es nur zu 50%. Ja. Und du gehst auch davon aus, dass du wirklich ein sehr Jahr lang das mit denen arbeiten kannst? Nein, gut, wenn nicht. Wie gesagt, dann ist halt das Negativgeschäft nicht zu groß, weil ich halt noch für den Bleischrott noch Geld gleich, ne? Ja. Zumindest sagen wir mal. Aber das ist natürlich das ist nicht gedacht, zum, dass man Papier nicht zahlt, aber zumindest bei euch Geld nicht zahlt. Ja, cool. Ja gut, nein, dann schauen wir jetzt einmal das andere Reich um und bin schon gespannt, was du da ein neues hast. So, jetzt wird es gefährlich. So, jetzt schauen wir uns mal die ganze Geschichte an. So, Achtung, das ist Weihnachten für alle Elektrotechniker. So, jetzt erzähl mal, was hat jetzt das damit auf sich? Im Prinzip das ist das gleiche System, weil man jetzt von der Klonanlage gesehen hat. Bloß noch so, dass die Batterien halt einfach auch wieder auf 24 Volt Verbund zusammengeschaltet sind und sind halt mehr an die Parallel geschaltet. Werden da einzeln wieder abgesichert, die ganzen Strings und die ganzen Batterien, das ist, passiert auch nichts. Man kann jederzeit jetzt da einen Kurzschlusssuppen bauen, dann fliegt der 63 Ampere sicher und das war's dann. Also es passiert nichts, brennt nichts so und sonst auch nichts. Ja. Und die hast du jetzt quasi von den Strängen, wo uns das mal anschauen? Nein, das sind halt, ja, sicher. Du hast jetzt da quasi, das ist 24 Volt, das Ganze da 24. Genau, richtig. Dann das da nochmal. Das alles 24 Volt. 24 Volt. Die da haben 24 Volt. Und die haben auch wieder, einmal zwei Zöllen haben, oder zwei Blöcke haben auch wieder 24 Volt. Und die haben das auch gleich von dann auf die Verteilung drauf. Ja. Und die Verteilung drauf werden sie dann einzeln, wie gesagt, angesichert. Und laufen dann, wie gesagt, auf den Gesamtverbund drauf, 24 Volt. Und von da laufen dann, wie gesagt, mit 125 Ampere dann die Wechsellichter jeweils vorgesichert. Ja. Man ist mit, zurzeit mit 63 Ampere vorgesichert, dann mit 100 Ampere. Also die beiden Wechselrichter quasi, was du da oben ja, hast? Ja, weil bei, wenn ich da, die Kinder, die hat 3 kW Kinder, also 2,4 kW dauernd und 3 ja. kW Spitze. Und dann nehmen halt die Herren ungefähr einen Stromverbrauch von 120 Ampere auf. Bei 24 Volt. Ja, ne? Ja und da oben quasi, das sind die Laderegler vom. Ja genau, weil ja die PV-Module wesentlich mehr Energie bringen, was die zwei Wechselrichter an Solarleistung zum Batterieladen hernehmen könnten. Ja. Und deswegen haben die vier Laderegler, die restlichen Strings dann praktisch gesagt, eigentlich nur zum Batterieladen aufgehalten. Und was auch interessant ist, du hast oben die ganzen PV-Module, alle, das sind 36 Volt-Module und die hast du auf 24 Volt ja, quasi genau, parallel geschlossen. Nein, also die ja, ganzen genau. 36 auf 36 auf 36 genau. Immer schön parallel. Ich nehm das hat nur die 36 Volt und geh mit den 36 Volt direkt in den Laderegler rein. In den Solarladeregler. Und der wandelt halt dann nur auf 28 Volt Maximum. Ne? Ja. Also ich kann es da einstellen, wann er halt aufschalten soll. Ne? Und dann fährt der Schalter halt dann. Das geht mit der Ladeleistung zurück. Ja. Wenn er dann die Spannung steigt, also zum Beispiel die 27,3, gut, die haben jetzt zu 80% geladen. Und dann, mit, deswegen ist das so gemacht, weil du ja einfach du nur kurze Zeit hast ja, und der Strom ja unter dem Dach schon weggenommen wird. Ich habe ja, weil das sagt, nicht so eine Lohnsätze unter dem Dach und nehme den Strom schon auf Nacht her. Sobald bei da irgendeine Energie da ist, wird die Energie gleich wieder ins Haus in die Wirtschaft. Ja. Und wenn natürlich. Wenn jetzt zum Beispiel dunkel ist und ich kriege keine Energie nicht mehr, dann zieht er wieder von der Batterie aus. Ja, Wahnsinn. Welche Leistung schickst du jetzt momentan ins Haus rein? Kann ich nicht sagen. Also das heißt, das da gibt es kein Messgerät. Nein, man kann es, man muss jetzt extra einzeln messen, aber ich habe jetzt kein Messgerät in die gebaut. Was mich eigentlich jeder interessiert, habt ihr das Haus, habt ihr der Stromzähler läuft langsam oder gar nicht am besten. Ja, und welche. Also was hast du für einen Gesamtverbrauch dann quasi aufs Jahr gesehen von deinem ganzen Haus mit? Naja, so 4,5 kW wie ich jetzt noch brauche. Aber zuerst, ich muss sagen, normal sage ich da im Haus drin, habe ich einen warmen Wasserboiler, 100 Liter. Ja. Und habe halt viel Geräte, wenn ich den beilaufen, was man halt, wie gesagt, nicht also Kimmer braucht. Und viel laufen halt auf Computer und Fernsehen. Und das ja, also sprich 4.500. Zeugst du noch vom EVU-Netz ungefähr. Ne? So im Winter quasi? Ja, aber also, weil es Nico da ungefähr um die 10.500 kW braucht. Allerdings mit Warmwassergewinnung, ne? Muss man auch sagen. Ne? Ja. Weil der 100 Liter Boiler, wenn du da einmal im Dach der auflohnt, ne? Der lohnt ungefähr mit
4 kW Lohner. Wenn er mit 4 kW lohnt, braucht er ungefähr 2 Stunden, bis er halt die 100 Liter Wasser erwärmt hat. Und das teilweise, wenn er die einfach meine Kinder und die Frau oft duschen, dann kann natürlich einmal aufholzen am Tag auch nicht. Ja. Meine Waschmaschinen, die Waschmaschinen, weißt du, wenn laufen. Ja. Ja, mein Gott. Weil dann hast du jetzt da Drohne gebaut, bis jetzt ist er so eines, weil also das System ist also aus einer kleinen, aus einer 24 Volt Batterie mal entstanden und, naja, und dann hat sich das irgendwann einmal immer weiterentwickelt. Das ist auf 3 Etappen gebaut worden und wie gesagt, ich habe noch ein kleines Platz. Man könnte, wenn ich noch mal Batterien geringt hat, aber das ist zurzeit wirklich ein Mangelware, dass so eine stationäre Bleibatterien Gebrauch kaufen kannst. Nein, kann man schon kaufen, aber ja. Ich habe keine Lust, dass ich für mal so 700 Euro zahle. Ah, 700, ja, 700 Euro kostet mich. Ja. Und musst halt warten, bis es gebraucht wird, weil gibt die, weil ich einigermaßen gut beieinander habe. Ne? Also für euch da draußen, wenn ihr jemanden wisst, der so eine Batterien verkauft, gerne einfach unten Link einstellen oder einfach bei mir Mail einmal schreiben, dann vermittelt die da. Genau. Dass wir das auch noch voll machen. Das Lächeln noch voll werden. Das Lächeln noch voll werden. Ja, Wahnsinn. Ja. Echt Wahnsinn. Zusätzlich halt da, das Ding ist dann steht da drin, der ES-Koppler. Weil wenn du den Brandmelder umlässt, sagt wirklich dann einmal durch Hilabs schmoren oder irgendetwas und da war eine Rauchentwicklung und dann gehen die Wechsellichter sofort vom Netz. Ja. Beziehungsweise sie also gehen nicht vom Netz, aber dann taten die Partei sagt, meine Verbraucher nicht mehr weiter versorgen. Weil wenn Feuerwehr mal Kind und will löschen und ist da alles unter Strom, obwohl aus da in Hausigungen raus haben, das macht es auch nicht so gut. Also du hast extra eine Brandmeldeanlage ja, eingebaut. Oder die ist oben im Haus drin. Ja, und da will ich schon vier auch mal. Ja, Sicherheit geht vor. Ja, das ist. Ja, da kennt man, dass du vom Fach bist. Und nicht einfach der Hip fuscht. Nein, das ist schön. Das ist wirklich, also für mich ist es so ein Traum. Wirklich. Weil Legoland. Bloß halt für Elektrotechniker. Na Wahnsinn. Gut, dann sage ich schon mal danke, dass ich da sein habe, der verhält bei dir. Kein Problem. Und ja, wenn ihr mehr Sachen sehen wollt von meinem genialsten Elektriker, was ich kenne in Deutschland, dann schreibt es mal drunter, weil der hat da noch so viele Sachen um einen Stehen, die ultra geil sind. Und die war euch jetzt nicht Zeug, aber schreibt es mal drunter, wenn ihr noch mehr sehen möchtet oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu. Also wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Da oben könnt ihr noch abonnieren und da oben geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht es gut, Servus.